Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial bei Tor als Tutorials. Wie entsteht ein Let's Play? Und heute beschäftigen wir uns mit dem Programm Magix Video Deluxe, welches ich zum Schneiden, Bearbeiten und letztendlich auch Enkodieren und Rendern meiner Let's Play Videos benutze, um sie danach dann auf YouTube veröffentlichen zu können. Es gibt natürlich in diesem Bereich ein ziemlich großes Angebot an Software, gerade auch im Bereich der Kaufsoftware. Ich will und werde jetzt nicht auf jede der einzelnen Möglichkeiten noch eingehen. Zu Magix sei gesagt, es ist für den Preis, den es liefert, in der einfachen Version. Ihr seht hier jetzt hier um 70 Euro, dürfte bei Amazon dann entsprechend billiger sein. Ich benutze die Video Deluxe Plus Version, kostet, und ich meine, ich hätte irgendwas bei Amazon um 85 Euro bezahlt. Und für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis, muss ich sagen, habe ich, was auch das Ergebnis dann betrifft der Videos, einfach nichts Besseres gefunden. Ich möchte aber auf alle Fälle im Vorfeld nochmal auf eine tatsächliche Alternative hinweisen, und zwar eine kostenfreie Alternative, und zwar ist das Tool der Encoder X264. Er soll der beste Encoder sein, das vermag ich jetzt nicht hundertprozentig zu beurteilen, aber er ist auf alle Fälle sehr gut. Und dieser Encoder hat den auch riesen Vorteil, er ist kostenfrei. Man braucht aber eine separate GUI dazu, diese nennt sich MiGUI. Und noch einige andere kleinere Tools. Ich empfehle, wer sich hier mit diesem Tool beschäftigen möchte, sollte doch sich mal reinarbeiten. Es gibt von Dämon aus dem Let's Player Forum ein Tutorial. Dieses ist zwar schon älter und er hat auch geschrieben, es ist nicht mehr so aktuell. Ihr könnt euch aber einfach mal anhand dieses Tutorials in die Angelegenheit reinarbeiten. Danach gibt es hier im Let's Player Forum diesen Thread von ihm, der alles, was dazu benötigt wird, auch nochmal aufführt, auch die Downloads der Programme. Auch ganz wichtig eben, was ihr noch braucht, ist der Sagara Script Maker, um die ganze Sache zu vereinfachen, um nachher die Verarbeitung zu vereinfachen, findet ihr im Let's Player Forum. Und natürlich, ich werde die Links dazu unten in meiner Videobeschreibung veröffentlichen. Es gibt, und das zweifelsohne, eine absolut erstklassige Qualität, die man mit MiGUI und beziehungsweise dem Encoder N oder X264 erreichen kann. Als Alternative zu Leuten, die eben hier gar kein Geld ausgeben möchten und sich Zeit und Muße nehmen, in die Thematik reinarbeiten, denn das werdet ihr ein bisschen tun müssen, da ist es auf alle Fälle zu empfehlen. Ich bin jetzt nicht so der große Reinarbeiter und ich wollte von Anfang an eben es möglichst einfach haben und habe mich daher für Magix Video Deluxe entschieden. Ja, dann wollen wir das Programm mal öffnen, um uns mal anzuschauen, was bietet Video Deluxe in der Version 2015 Plus. Das ist die Oberfläche, die ist auch relativ seit Version 2011 gleich geblieben. Es gibt im Prinzip drei Teile, die man hier aufzeigen kann. Hier links oben ist der eigentlich, wo man eigentlich im Film dann auch angezeigt wird. Ich will das gerade mal öffnen mit einem hier.
Auf der rechten Seite werde ich gleich nochmal durchgehen. Diese vier Fensterchen. Ziehe jetzt einfach nur mal irgendeine Intro von mir rein, das ist egal. Und hier unten dann ist die sogenannte Timeline, auf der dann das Video Stück für Stück entsprechend bearbeiten könnt. Hier oben rechts eben diese vier Reiter. Unter Computer befinden sich eben die Möglichkeiten Import. Wie ihr seht, dann mehrere Festplatten, die ich dort bei mir installiert habe. Unter den eigenen Medien könnt ihr dann auch in dem Bereich eurer eigenen Videos, Musik, was ihr eben habt, direkt vom Rechner zugreifen. Es gibt hier noch Magix Tools, Online-Album, Internetmedien. Ja gut, das brauche ich jetzt definitiv nicht. Gibt noch ein paar kleine Filmvorlagen, kann man sich mal reinziehen, mal anschauen. Wichtig ist eben hier für mich der Importteil, wo ich dann meine Videos, die ich oder Filme, die ich dann aufgenommen habe, hier mir hier reinziehe. Es gibt jede Menge Blenden auch hier drinne. Ich muss sagen, ich habe von diesen Effektblenden noch nichts benutzt. Ich will jetzt auch nicht jede einzelne vorführen. Das könnt ihr selber dann, wenn ihr das Programm benutzt, mal selber auch ausprobieren. Bei den Titeln, sicher, da habe ich benutzt, unter anderem eben hier hinten ist so ein Titel, den ich hier beim Abspielfolge 01 Albtreibende mich quälen. Also da gibt es jede Menge Möglichkeiten, die Magic schon beinhaltet. Kann man hier draufklicken, dann kann man sich den ein bisschen entsprechend anschauen. Oder hier Text erscheint am nächsten Tag. Also gibt es wahnsinnig viel und durch ein einfaches Runterziehen hier. Ja, sollte man auch entsprechend mitnehmen. Okay, ein Runterziehen dann hier unter den entsprechenden Filmbereich könnt ihr dann das bearbeiten. Brauche ich natürlich jetzt nicht, weil das bei mir schon fertig ist. Es gibt Drehungen, diverse Schriftarten können eingestellt werden und Bauchabarbeit, Bauchbinden, Kombination. Das werde ich natürlich nicht alles vorführen, aber es ist hier relativ trivial, einen Film mit unterschiedlichen Textteilen noch zu versehen und letztendlich auch hier dieser Punkt Videoeffekte. Hier gibt es auch einiges, was ausgesucht werden kann. Da allerdings, das müsst ihr dann dementsprechend selber euch anschauen und könnt ihr auch entsprechend selber dann bearbeiten. Für mich eigentlich nur relevant sind halt eben natürlich Größe und Position, wo ich dann meine Film mit Film oder bei der Ausblende verschiedene Sachen dort einführen kann. Chroma Key ist natürlich ganz wichtig, ist jetzt, weil ich jetzt hier nicht habe, ist jetzt, wenn ich den Kater hier laufen lasse, der einen blauen Hintergrund hat und den blauen Hintergrund ziehe ich ab, geht natürlich auch, wenn ihr mit einer normalen Facecam arbeitet und macht irgendwie ein blaues oder grünes Tuch im Hintergrund, dass ihr das rausfedert, dass da nur euer Gesicht oder euer Körper entsprechend zu sehen ist. Das nochmal eine Kurzerklärung jetzt zu dieser Oberfläche von Magic. Es gibt jede Menge Tutorials zu Magic, die man gerade auch bei YouTube finden kann. Ich habe einen, der heißt, glaube ich, Let's Fail oder sowas. Ich werde mal meine Videobeschreibung mit unten einfügen. Er macht eigentlich hervorragende, oder hat, da habe ich mir einige seiner Videos angeschaut zum Thema Magix, die sehr gut gemacht worden sind. Ja, aber ein paar Einstellungen zu Magix will ich auf alle Fälle euch nochmal zeigen. Wenn ihr einen Film jetzt fertig bearbeitet habt, den ihr aufgenommen habt, gibt es mehrere Möglichkeiten, den nun soweit fertig zu machen, dass er zu YouTube hochgeladen werden kann. Zuerst, nein, machen wir zuerst doch noch erstmal die Basiseinstellung. Die Basiseinstellung findet ihr unter hier Hilfe, Filmprogramm. Film ist an sich das, wenn ihr das erste Mal das Programm aufmacht, was soll er euch hier vorgeben? Nutze ich an sich nicht, aber wenn man halt eben immer viele neue Projekte macht, kann man hier schon so ein paar Standardsachen, wie eben Full HD mit einer Framerate von 30, die Spuren, die Audio-Samples, dass er das gleich schon
So, einlädt. Das sind die Einstellungen zum Bereich Film. Interessant aber sind natürlich die Einstellungen zum Bereich Programm. Die Seite, die Audio-Wiedergabe, ich nehme natürlich Wave. Die Video-Wiedergabe. Das könnt ihr an sich, wie es hier drauf ist, soweit übernehmen. Ordner ist nicht relevant, da, also für euch jetzt, bei euch wird es natürlich mit den Festplatten etwas anders aussehen. Hier macht ihr entsprechend dann die Pfade für eure Projekte, eure Exporte oder die Imports und die Aufnahmen und, und. Bereich Video-Audio. Die Timeline könnt ihr unten noch beeinflussen. Ihr könnt auch noch Hilfslinien euch anzeigen lassen. Für die Import-Einstellungen ein paar. Standardbildlänge. Das ist also, wenn ihr ein Bild jetzt reinzieht, wird es erstmal für 7 Sekunden angezeigt. Ihr könnt ja auch Einzelbilder in den Film exportieren. Ja, das sind die Einstellungen, die ich zu Video Audio habe. Ganz interessant, und das ist jetzt hier wirklich wichtig. Zumindest mal, was die rechte Seite betrifft. Hier nochmal Hinweisdialoge, die Schritte, um was rückgängig zu machen. Wie häufig ihr automatisch speichern sollt, so Sicherheitskopien alle 10 Minuten. Mobile Sync, das ist jetzt neu. Das ist, glaube ich, erst seit 2015 Deluxe. Es gibt eine App für Android und iPhone, weiß ich nicht, ich habe keins. Es gibt für das Android-Telefon oder für Android-Betriebssystem. Bei Handy gibt es eine App, mit der ihr unterwegs eben auch Filme bearbeiten, aufnehmen, dann Filme schon bearbeiten könnt. Und die werden dann, wenn ihr das hier aktiviert habt, über WLAN automatisch zu Magix eingeladen. Ganz relevant ist jetzt, dass dieser Bereich im Gegensatz zu dem Freeware, also dem Encoder X264, benutzt Magix den sogenannten Main-Konzept-Encoder. Dieser muss allerdings, und jetzt bin ich das einzige Male jetzt ein bisschen unsicher, wenn ihr das erste Mal bei dem Programm Einstein öffnet, steht hier Standard drinne. Jetzt müsst ihr mal schauen. Das heißt, möglicherweise könnt ihr das jetzt nicht aufrufen. Main-Konzept ist noch nicht hier aktiviert. Das zeige ich euch dann gleich, wie wir das dann entsprechend auch uns aktivieren bzw. runterladen. Wichtig ist eben hier, dass Main-Konzept hier aktiviert wird. Hier haben wir noch Anzeige, Optionen. Sage ich jetzt nichts explizit mehr zu. Machen wir abbrechen. So, wenn ihr dort Main-Konzept nicht auswählen könnt, dann geht ihr hier auf Hilfe und dann gibt es hier den Punkt Zusatzprogramme installieren und da findet ihr jetzt Main-Konzept für MPEG-4 und MPEG-2 Codec. Ich habe das bei mir nicht explizit installieren müssen, weil ich bei mir hatte das wohl bei der Installation von dem Vorgänger Deluxe 2014 übernommen, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin. Das will ich auch nochmal ganz klipp und klar sagen, weil da habe ich schon Unterschiedliches gehört. Ist Main-Konzept beim Kauf des Programms standardmäßig drinne oder müsst ihr das nochmal nachkaufen? Weil ich habe gelesen irgendwo, dass man, wenn man jetzt hier über Zusatzprogramme installieren, Main-Konzept MPEG-4 Codec sich herunterlädt, kostet das nochmal 5 Euro. Weiß ich nicht. Ich musste es nicht machen. Wie gesagt, er hat es bei mir übernommen von 2014 und ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ob ich das bei 2014 damals nochmal explizit gekauft habe oder ob es dabei war. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Aber auch egal, wenn es 5 Euro kostet, empfehle ich euch, nehmt diese 5 Euro auf alle Fälle in die Hand und gebt sie aus. Also das ist auf alle Fälle sinnvoll, denn der hier, der Main-Konzept-Encoder, ist wesentlich besser als der Standard-Encoder, den Magix drin hat. So,
Wenn ihr das runtergeladen habt, dementsprechend installiert habt, könnt ihr es dann über die Programmeinstellung dort auch fangen. Jetzt aber nochmal zum Veröffentlichen. Wenn ihr jetzt euer Filmchen fertig bearbeitet habt, im Workflow zeige ich das ja zumindest mal teilweise, und wollt es jetzt rendern, um es dann zu YouTube hochzuladen, gibt es mehrere Möglichkeiten, von denen ich mal zeigen will. Eine der trivialsten ist ganz rechts. Öffnen Sie diesen Dialog hier ganz rechts oben. Und hier haben Sie jetzt, habt ihr jetzt unterschiedliche Ausgabemöglichkeiten, wie die Datei für ein mobiles Gerät, das eben neu für euer Handy, Media Player, 3D-Filme habe ich auch noch nie gemacht. Magix hat auch sein eigenes Online-Album, habe ich noch nicht genutzt. Dann natürlich hier eben ins Internet stellen. Wenn ihr jetzt auf Internet stellen geht, wäre jetzt Community hier oben zum Beispiel eben YouTube. Könnt ihr hier unten noch Exporteinstellungen, Full HD, der Titel, Beschreibung, Schlagwörter, Kategorie wäre jetzt natürlich hier bei Let's Plays die entsprechenden Spiele. Das ist eine Möglichkeit, aber ich sage gleich noch was zu diesen Möglichkeiten. Das wäre das eine, oder ihr geht als Videodatei ausgeben, habt hier jetzt die Möglichkeit auf MP4 zu gehen. Macht, ja, HD2 macht eben Full HD und könntet jetzt Video speichern. Zu diesen zwei Möglichkeiten, die ich jetzt gesagt habe, kann ich nur sagen, bitte macht das nicht, denn hier könnt ihr kaum Einstellungen treffen, die aber für den Film wirklich wichtig sind und die Qualität massiv erhöhen. Ich weiß nicht, hier wird eben dann, nimmt sich Magix unter der Haube irgendwelche Einstellungen, die es für den Film einsetzt, die wir aber eben nicht beeinflussen können. Und daher rate ich von diesen zwei Möglichkeiten eben hier wirklich ab. Das ist was für Leute, die wirklich nur klack, klack, klack ganz schnell und auf die Qualität des Films keinen Wert legen. Wir machen es anders. Wir geben über Datei Film exportieren. Hier sind dann entsprechende Möglichkeiten. Und hier suchen wir uns natürlich Video als MP4 aus und kommen dann in dieses Fenster. Wenn ihr dieses Fenster zum ersten Mal öffnet, dann solltet ihr wie folgt vorgehen, alle Anzeigen. Wir haben jetzt hier diverse Möglichkeiten, den Film als MP4 zu exportieren. Bitte nehmt euch raus, was hatte ich hier, HDTV 1920x1080, also Full HD H264 mit 25 FPS. Jetzt allerdings beginnen wir das hier zu bearbeiten. Als erstes mal setzen wir die Framerate auf 30 und sofort seht ihr schon, dass ihr hier oben auf ein Benutzer definiert umschwenkt. Wer jetzt sagt hier, okay, 30, ich möchte aber 60 haben, wird aber gar nicht hier angezeigt, ist auch kein Thema, dann klickt er hier drauf. Geht auf 60 und tragt 60 ein. YouTube kann ja seit neuestem auch 60 Frames anzeigen. Allerdings, ich möchte voraussagen, erstens, es hat zwei Probleme, das 60 FPS in meinen Augen. Erstens, das Rendern dauert natürlich wesentlich länger. Damit wird die Datei auch entsprechend größer und weil die Datei entsprechend größer geworden ist, braucht ihr natürlich auch wesentlich länger dann für den Upload zu YouTube. Ich bin bei mir auf Punkt 30 geblieben, das reicht völlig aus. Von meiner Sicht aus, wenn ich mir eben 60 FPS anschaue und 30 FPS, ich habe es dann nur mal getestet natürlich mit so zwei 5-Minuten Teilen, die ich mal erstellt habe. Ja, gut. Ich brauch's nicht. Ich lasse es bei 30. In der, genau, Magix Version 2015 können jetzt inzwischen hier auch 4K, also 1440p, glaube ich, ist das ja,
Also kann man auch die nächstgrößere, das andere ist, glaube ich, hier, das ist das Ultrabyte, ich weiß gar nicht, wie es heißt, können auch erstellt werden. Ist nach meiner Meinung zum jetzigen Zeitpunkt auch noch einfach zu früh, da vielleicht 5% der YouTube-User tatsächlich auch einen entsprechenden Monitor überhaupt haben, um sich das anzuschauen. Auch hier wird natürlich die Zeit der Datei größer, es dauert länger. Bei mir würde ich sagen, es reicht mir eigentlich aus, wenn ich hier die Full HD habe. So, jetzt geht es dann entsprechend noch weiter, und zwar mit dem Punkt erweitert. Ich schwenke jetzt aber mal hier zurück. Wenn ihr die Einstellungen nämlich alle getroffen habt, gibt es hier oben so ein kleines neckisches Symbol, da klickt man drauf. Dann sagt ihr als Export Set und könnt jetzt hier das wirklich abspeichern. Hier habt ihr die Möglichkeit, unterschiedlich viele sozusagen Export-Sets, die ihr selber erstellt habt, auch abzuspeichern und könnt sie dann später einfach über hier oben aufrufen. Ich rufe mal auf bei mir den Ancalagon 1961. Das ist mein Standard-Export-Set, was ich mir gemacht habe. Sieht so aus auf dieser Seite. Ich hatte ja schon mal angefangen, also Full HD mit 30, 16:9 ist ganz klar. Gehen wir jetzt mal hier auf Erweitert. Möchte ich auch hier haben. BigView. Die Samplerate ist bei mir 48.000, standardmäßig eingestellt. Das könnt ihr so lassen. Aber jetzt geht es weiter, ganz wichtig, auf die erweiterten Videoeinstellungen. Und das habt ihr eben hier, wenn ihr hier jetzt rechts über dieses Pfeilchen einfach nach YouTube exportieren oder ausgeben, habt ihr das nicht, denn hier sind doch durchaus noch einige sehr relevante Sachen einzustellen, die das Aussehen und euren Film ganz massiv beeinflussen. Erst einmal, ganz wichtig, AVC Encoder Software. Vorab möchte ich aber sagen, ich kann euch jetzt nicht zu jedem Teil den technischen Hintergrund nennen. A, ich weiß ihn wirklich nicht selber. B, ist das teilweise wirklich eine sehr komplexe Sache. Daher empfehle ich euch, wenn ihr wirklich wissen wollt, was sich zum Beispiel hinter dem Begriff den Contents Quantizer verbirgt, ja. Oder ihr wollt den Unterschied zwischen Constant Bitrate und Constant Quantizer oder Variable Bitrate wissen, dann fragt das nach. Unter anderem gibt es da einige absoluten Super-Experten im Let's Player Forum, die euch alles dazu erklären können, was wie wo aneinander hängt, warum die Frame QPS 21, 24, 26 heißen soll, warum hier, was heißt das, Things in Picture oder sowas, oder auch Picture. Warum also hier, also das weiß ich zumindest mal, die Max Scotland immer das Zehnfache eurer FPS-Rate, also mit 30 nehme ich, dann muss hier die 300 rein. Warum jetzt aber unbedingt bei diesen Max B-Frames-Count eine 3 statt einer 5 stehen muss, das, wie gesagt, fragt dort nach. Da fehlt mir einfach das technische Hintergrund. Ich möchte euch ja auch nur zeigen, wie es bei mir entsprechend bei Magix aussieht. Und ich bin der Meinung, dass das diese Einstellungen für Magix die optimale Bildqualität in meinen Augen erzeugen. Wir haben hier noch entsprechend Advanced Settings. Und hier solltet ihr auch noch zwei, die ihr noch einstellen müsst. Und hier steht also das einmal dieses Use B-Frames as Reference. Hier steht Norin. Einfach hier draufklicken, dann könnt ihr hier auf Yes gehen und Enable Parameter Coding. Auch da steht normalerweise ein No drin. Hier bitte auch ein Yes eintragen. Hier, wie ihr seht, gibt es noch alle möglichen anderen Sachen, die man einstellen kann, ja oder nein. Aber da muss ich sagen, muss ich absolut passen. Das ist dann wirklich was für die Spezialisten im Bereich H264, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Ich weiß nur,
es wurde eben empfohlen, ich habe mir selbst diese Einstellung natürlich auch von den Spezialisten aus dem Let's Player Forum geholt. Da wurden diese zwei Einstellungen hier noch empfohlen. Alles andere habe ich nicht angepackt, werde ich auch nicht anpacken, ja, weil da endet mein Verständnis eben auch für die kleinen Feinheiten und Schliffe des Codex. Aber für euch eben relevant, diese zwei Einstellungen, so soll es hier aussehen, so sollten eure Export-Settings hier aussehen. Könnt ihr nochmal unter die erweiterte Ausstellung, das kann man höher, es gibt hier auch viele, die auf den Draft die 320 gehen. Mir reichen die 182 entsprechend aus. So, ich hoffe, es hat jeder gesehen. Wenn ihr diese Einstellung dann alle getroffen habt, das sind noch die erweiterten Multiplexer, da habe ich aber definitiv hier auch nichts gemacht. So sieht das bei mir aus. Wenn ihr diese Einstellungen gemacht habt, dann bitte, wie gesagt, auf dieses Speichersymbol gehen, als Export Preset auswählen und dann in einem Ordner, den gibt euch Magix vor, es dort entsprechend abspeichern. So, dann brauchen wir an sich nur noch den Ausgabeordner auszusuchen und können dann, wenn wir der Datei den entsprechenden Namen gegeben haben, auf Speichern gehen, auf hier dann nochmal OK gehen und das Video wird dann dorthin exportiert. Das ist der einzige sinnvolle und richtige Weg, um aus Magix Video Deluxe ein entsprechendes, gut qualitativ hochwertiges Let's Player Video auf unserer Platte entsprechend abzulegen. Ja, das war's zu meinen Einstellungen. Das sind die wichtigen Einstellungen. Ansonsten hier oben gibt es für die ganzen Effekte, Audio, Video, Titeleffekte, Designeffekte, Bibliotheken, gibt es jede Menge Videos, auch bei YouTube. Und da solltet ihr dann dort euch das mal anschauen. Einen, wie gesagt, aus dem ich auch einige Informationen mir geladen habe, werde ich euch unten verlinken. Ansonsten, ja, ich hoffe, meine Einstellungen und die kurze Beschreibung haben euch geholfen. Ich würde mich freuen, euch entsprechend in der nächsten Folge auch dann über die kleinen Helfer, die ich noch habe für die Let's Plays, hier wieder zu sehen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag und einen gelungenen Start in die kommende, ja, Adventszeit. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao!